herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder Björn um 6. Diesmal ist nur Rolf auch dabei. Also Rolf und Björn um 6. Heute mal Video ganz anders, aber extrem interessant, weil ich habe es nämlich bisher noch nicht verstanden. Ihr habt es auch nicht verstanden, worum es geht heute. Ja. Zumindest, es wird am Ende eine Frage aufkommen und um diese Frage geht es. Genau. So, ja. So formuliert. Es geht um das Thema Lagerspiele. Das heißt, sowohl Bläulager als auch Hauptlager. Genau. Wir fangen mal bei den Basics an. Warum braucht so ein Motor überhaupt ein Lagerspiel? Oh, okay, gut. Lagerspiel. wir haben ja hier die Kurbelwelle, die Pleustange mit den Lagerschalen drin. Und diese läuft ja hier. Und hier zwischen, wenn das angezogen ist, darum, haben wir ein Spiel von um die 400 mm. 0,04 mm. Das ist genau ungefähr eine Haaresbreite. Also so ein normales Haar. So viel ist das Lagerspiel. Das heißt, wenn du ein normales Haar dazwischen klemmen würdest, wäre es schon fest fast. Ja. Okay. Das ist notwendig, dieses Lagerspiel. Das ist der Platz für das Öl da drin, um diese hydrodynamische Lagerung hinzubekommen. Weil die Welle dreht sich. Das heißt, hier drin dreht sich immer der Zapfen. Und das Öl wird sozusagen immer mitgedreht und das schwimmt dann da drauf. Mhm. Man kann es kleiner machen, bei modernen Autos wird es immer kleiner, weil es gibt auch jetzt sogar 0W20 Öl bei Ford Serie. Das heißt, das Spiel muss kleiner werden, damit überhaupt noch da was geht. Wir können beim 20W60 Öl sogar auch größer gehen, auf 6/700, weil das Öl ist ja ein bisschen zähflüssiger und dementsprechend ist dieses Surfbrett-Effekt auch noch da. Das heißt, wenn das Spiel zu groß ist, wird der Druck darin zu gering. Genau, und dann fängt es an, dass sozusagen sich das abreißt, dass das Surfbrett, im Endeffekt der Zapfen, ist wie das Surfbrett, gleitet hier drüber und dann berührt es sich. Wenn das Spiel zu groß wird. Und verschleißt. Genau. Ja, und dieser Wert hat sich, ich habe zwar ein bisschen geändert im Laufe der Zeit, von mehr Spiel auf weniger Spiel, weil die Stellen sahen immer besser aus, wenn man weniger Spiel genommen hat. Ja, und dann sind wir zu diesem Problem aufgetaucht. Es war immer sehr aufwendig. Wir haben die Zapfen nee, poliert. Soweit sind wir noch nicht. Das wäre zu einfach gewesen. Ja. Weil ich lese ja immer so die Fragen, was die Leute so fragen. Und deswegen müssen wir auf diesen Punkt Lagerspiel nochmal drauf eingehen. Ja. Serienmotor, ich sag jetzt mal Sauger und Turbo. Egal? Egal, fast egal. Also du sagst, von der Belastung her ist es egal, ist rein abhängig davon Öl und Öldruck. Genau, Temperatur. Öltemperatur ist noch wichtig. Denn du weißt, dass Viskosität mit der Temperatur sehr stark beeinflusst ist. Und dementsprechend, wenn man einen Motor mit 160 Grad Öltemperatur betreibt, ist das Öl wie Wasser. Mhm. Und deswegen darf man nicht zu viel Lagerspiel haben, weil es sich dann wieder rausdrücken würde. Ja, es ist abhängig von dem Zapfendurchmesser. Es gab da immer früher eine Faustformel. Pro Zentimeter Zapfendurchmesser nimmt man 1/100 Lagerspiel. Das ist so als Faustformel, kann man das gut nehmen. Ja. Und das heißt aber, es kann schon katastrophal falsch für so einen Motor sein, wenn du normalerweise 20W60 fährst und dann auf einmal mit 5W40 durch die Gegend fährst. Mit dem gleichen Lagerspiel. Kann sein, wenn er aber nur bei den hohen Temperaturen betrieben wird. Also im Normalfall, jeder moderne Motor, den du hast, wird er mit 5W30, 5W40 ausgeliefert. Da ist das ja alles voll im Rahmen, weil das Lagerspiel ist ebenso um die 400 bis 500. Und das ist über den Bereich der Viskosität des Öls, passt es. Natürlich, wenn man die Leistung erhöht, erhöht sich automatisch der Druck, automatisch die Öltemperatur wegen der Mehrbelastung und schon ist die Lagerbelastung höher. Dementsprechend muss man dagegen arbeiten mit dickerem Öl, was dann bei der hohen Temperatur nicht so dünnflüssig ist, dass das Lager, dieser Schmierfilm noch vorhanden ist. Ja, das sind so die Sachen, die man beim Tuning machen würde. Okay. Was ist gefährlicher, zu viel Spiel oder zu wenig Spiel? Ach, das ist jetzt... Also mit zu viel oder zu wenig mache ich jetzt nicht 0 und 1 Millimeter, sondern sagen wir 300 oder 500. Okay, 300 und 500 ist beides noch im Rahmen für ein Pleulager. Ich habe es ja von meinem Vater immer viel gelernt. Und der hat immer gesagt, ein Pleulager braucht mindestens 500.
Da habe ich aber im Laufe der Zeit gemerkt, das stimmt nicht ganz. Man kann auch mit dem Pleuellager mit 300stel mit so einem Durchmesser noch fahren. Mhm. Beim RS4 ist der Zapfen deutlich größer, wird es schwieriger. Aber interessanterweise, die Hauptlager, die sind noch viel wichtiger, dass das Spiel nicht zu groß ist, weil sonst würde mich der Öldruck einfach weggehen. Du musst ja durch die Hauptlager, durch die Nuten drin, muss ja durch die Bohrung das Öl dann zu den Pleuelzapfen befördert werden. Deswegen habe ich nicht so gegangen, dass ich bei den Hauptlagern relativ klein mache. 300stel beim Vierzylinder, sowas hier, 400stel beim RS4, weil die Zapfen sind ja deutlich größer. Und so, dass man die Welle, wenn die drin ist, dann noch bewegen kann. Irgendwann fängt es an bei 200stel, sondern dann wird es schon ein bisschen schwieriger, das Drehen. Das ist dann eben nicht mehr ganz so, wie es sein soll. Ja. Okay, das heißt, wir fassen zusammen, Hauptlager immer ein bisschen kleiner als Pleuellager. Ja. Und Pleuellager ist Wissenschaft für sich. Ja, einmal, natürlich, das können wir jetzt noch mit reinnehmen. Dieses Pleuellager ist nachher nicht rund. Mhm. Es ist, hier haben wir unsere 500stel Spiel, 400stel Spiel, zur Seite hin gemessen oder hier gemessen, gehen wir auf einem Zehntel, also 0,1 mm auf. Das ist gewollt, dieser sogenannte Ölkeil, weil du kannst mit dem Surfbrett, kannst du das vorstellen, du, wenn du plan so über eine Fläche machst, geht nicht. Oder anders vorgestellt nochmal, ihr kennt das mit dem flachen Stein übers Wasser schmeißen. Ihr könnt den, wenn ihr den zu flach macht, blub, saugt, geht er unter. Wenn ihr ihn aber so leicht schräg stellt, springt er über das Wasser. Mhm. Das gleiche haben wir hierbei auch, dieser sogenannte Ölkeil, der dort ist, entsteht das durch die Drehung, das sich zentriert, das immer in der Mitte bleibt. Ah, okay. Ja. Wie hat sich mein Pleuellagerspiel in meinem Motor über die Jahre verändert? Von 800-900stel. Echt so viel? Mhm. Zum Anfang mit dem dicken Öl war es okay. Auf jetzt auch 500-600stel. Mhm. Bei gleichem Öl? Ja. Wenn man es zu eng macht, kann es dann irgendwann anfangen zu fressen. So hieß es früher immer, ich habe den Effekt noch nie selber so richtig gesehen, weil durch die Wärmeausdehnung und so weiter und ein bisschen bewegt sich das ja noch da drauf und wenn es dann nicht mehr genug Platz hat, dann, wenn es einmal anfängt zu fressen, dann ist es sowieso vorbei. Und wenn man zu wenig Spiel und viel Öldruck hat, kann das dann irgendwann gefährlich werden? Es gibt irgendwann einen Punkt, wo sich die Lagerschalen auflösen. Heißt das Kavitation, dieser Effekt? Oh, bei den Hydraulikpumpen ist das auch oft so, weil man hat man hat immer einen leichten Lufteinschluss da drin und es wird komprimiert auf bei dir 6 Bar. Jetzt kommt es dann aus der Ölbohrung raus und dann wird es Atmosphärendruck im Kurbelgehäuse und dann expandiert das. Und diese Luft, die da drin ist, die ja eigentlich mal zusammengedrückt war, kann sein, dass es dann schlagartig auseinander geht und diese Druckwelle, die dabei entsteht, wie so ein Mikroexplosionen, die reißen Stücke aus der Lageroberfläche raus. Da sieht man manchmal, wenn das so wie Sandgestrahlte oder so Risse, das ist bei zu viel Öldruck. Ob das bei 6 Bar passiert, weiß nicht, aber bei 10 Bar herum ist definitiv schon problematisch. Dann fangen an, sich die Hauptlager, gerade so Alulager, aufzulösen. Genau, das ist am schlimmsten. Bei den Dreistofflagern passiert jetzt kaum. Ja. Aber die Alulager, die fressen aus wie so. So, jetzt letzte Frage. Das Lagerspiel mit steigender Temperatur wird größer oder kleiner? Gleich. Bleibt immer gleich. Stahl. Und Stahl. Stahl, gleiche Wärmeausdehnung. Ah, geh mal einen Schritt zurück. Bei einem Hauptlager, Alublock. Hat man Stahlkurbelwelle, Alublock, heißt höhere Temperaturen, Spiel wird größer, weil der Block wird größer. Mhm. So machen wir bei Alublöcken, wie auch beim Lambo, machen wir geringeres Spiel, weil im nachher im Betrieb sich muss Alu es ja wieder, aussehen. Genau, da hat der Lambo, hat nur eine 300stel Lagerspiel von den Hauptlagern nachher. Ja. So, jetzt zu dem eigentlichen Problem, was ich immer auch am bewundernswertesten finde. Man kann jetzt ja nicht das Ganze hier so draufschrauben und einfach das Spiel messen. Geht schon mit so Streifen, die man zwischenlegen kann oder irgendwie sowas. Aber es ist jetzt halt nicht mal eben so wie jetzt irgendwie im Zylinder was zu messen oder so. Ja, wir haben es so gemacht. Wir haben die Messschraube genommen, haben den Zapfen gemessen. Dann haben wir eine Messuhr genommen, haben das Maß auf den Zapfen übertragen. Die Uhr auf 0 gestellt, ne? Dann hat man sozusagen, wenn die Uhr 0 anzeigt, hat man den Zapfendurchmesser. Mhm.
Schrauben angezogen, reingehalten und konnte das Spiel ablesen, weil wenn er 5, 6 Striche vor 0 war, war das im 5/600 Lagerspiel. Mhm. Dann misst man das und dann baut man wieder auseinander, bearbeitet die Grundbogen, weil wir können ja nichts bearbeiten. Wir können eine Welle zwar dünner schleifen, aber größer schleifen geht nicht. Wir können die Lagerschale auch nicht bearbeiten. Wir können nur die Grundbogen bearbeiten, indem wir sie enger machen und größer machen. Durch Abschleifen der Trennflächen, zusammensetzen wird sie enger oder durch schon aufhonen im Ganzen wird sie größer. Mhm. So kann man das beeinflussen. Nervt aber total, weil das sind viele, viele Arbeitsschritte, bis man endlich das passende Spiel hatte. Mhm. So habe ich mir was überlegt und Rolf hat es ausprobiert. Wir haben uns eine Messuhr angeschafft. Erstmal hier einen schönen Granitblock, wo wir ja beim Röntgen waren, da fuhr ich so auf diese Granitsache, deswegen musste das Granit sein. Eine Tausendstel-Messuhr. Dieser Preis von dieser Tausendstel-Messuhr ist schon anders als eine normale Messuhr. Ja, und jetzt messen wir die Lagerschalen, haben eine Tabelle gemacht, Zapfendurchmesser plus Lagerschale oben plus Lagerschale unten plus Lagerspiel, was wir wollen. Er müsste dann einen Grundbogensdurchmesser geben, den wir dann hin bearbeiten. Das heißt, dann wissen wir, wie viel wir das bearbeiten müssen vorher. Mhm. Ja. Das Rolf, heißt, kannst du mal... Das heißt, du misst richtig die Dicke von der Schale. Genau, genau. Das ist, wenn du mal rumkommen willst. Dort siehst du, wenn das richtig macht, sogar die Konizität der Lagerschalen. Es sieht zwar aus wie ein gleichmäßiges Blech, aber wenn er hier misst und da misst, werdet ihr schon sehen auf der Uhr, was für ein Unterschied das ist. Ja, das ist relativ einfach, wenn ich das hier unten in der Mitte erstmal auflege, dann liegt die Schale ja von alleine. Das bedeutet, hier kann ich jetzt einmal ein bisschen rechts, links, ich suche immer den kleinsten Punkt. Das ist hier 1,407. Ist das unten oder oben? Das ist unten. Genau. Und wenn ich jetzt zur Seite gehe, dann muss ich ihm natürlich ein bisschen helfen, dann muss ich mit dem Finger den gleichen Punkt suchen, weil das Gewicht der Lagerschale drückt jetzt natürlich runter und zieht die Uhr hoch. Na, muss ich einmal hier gucken. Wir nehmen die andere Seite. Da ist nämlich jetzt die Halteschraube im Weg. Die letzte Zahl sind 1000 Millimeter. Das ist eine 50.000stel ist ein Haar. Dass ihr euch vorstellt, wenn der Zeiger dort um 100stel ausschlägt, 1000stel ausschlägt, wie wenig das im Endeffekt ist. Also mit dem Auge könntet ihr das nicht sehen. So, da, wenn ihr drauf guckt, siehst du... Da sehen wir zum Beispiel am Rand, ist hier nur noch 1,395. Ja. Das heißt, da sind wir jetzt 100stel dünner als in der Mitte. Das ist ja auch das, was Björn eben erklärt hat für diesen Ölkeil, der da entstehen soll. Deswegen sind die Schalen da dünner und dementsprechend wird natürlich auch unser Spiel an den Seiten, wenn wir es hinterher messen, in der Pleuelstange, wird das Spiel dann da größer. Mhm. Misst nochmal die andere Lagerschale. Noch. Das ist jetzt die obere, die Spatterschale. Die hat 1,408. Gut. Dann nochmal zum Rand. Das ist nur... Die ist auch unter 1,4, die ist hier auch 1,396. Wo liegt der Taschenrechner? Oben auf der Kiste. So, jetzt haben wir das, jetzt könnte man das eigentlich so ausrechnen. Und jetzt kommen wir zu unserem Problemfall. 47,775 der Zapfen plus 1,408 plus 1,407 plus 50,635 mm. Das haben wir ausgerechnet. Die Grundbohrung müsste jetzt 50,63 mm sein. Damit dann das Spiel erreicht ist, was du gerne hättest. Ja, okay. Ist aber nicht so. Mhm. Jetzt kommt es. Ist nicht so. Wir mussten die Grundbohrung auf 50,600 machen, damit wir bei 0,045 Lagerspiel sind. Und das ist jetzt die Sache, wo wir nicht so richtig wissen, wieso es so ist. Das heißt, man musste die Grundbohrung kleiner machen. Genau. Wir haben eine Vermutung und da gibt es vielleicht ein paar Experten dabei, die also, sowas... Also bei Größe hätte ich mir ja noch erklären können, irgendwie, dass die Schale vielleicht in dem Bereich gar nicht anliegt. Ja. So, dann hätte man eine Lösung dafür, warum es auf einmal größer ist. Aber das würde ja bedeuten, dass beim Anziehen die Schale dünner wird. An der Stelle. Nein, dicker. Dicker. Dicker wird die Schale, weil
Ja. Nein, ihr seid beide auf dem Holzweg. Wir fangen was anderes. Wisst ihr aber, wenn du, ja, wenn, wenn die Grundbohrung kleiner wird, dann wird die Schale dünner. Ja, hat er recht. Rein theoretisch ja, aber es wird an einer anderen Stelle liegen, das Problem. Und zwar, dass die Schalen nicht den gleichen Umfang haben wie die Grundbohrung im Pleuel. Das bedeutet, die Schalen dürfen ja nicht locker hier drin sein, mhm, sonst würden die im Betrieb sich mitdrehen. Mhm. Also brauchen die eine Pressung. Somit stehen die hier leicht über die bearbeitete Fläche und werden zusammengepresst, werden also richtig in die Grundbohrung reingepresst, damit die einen gewissen Wert haben, um nicht durchzudrehen. Ja, aber dann hätte ich trotzdem noch immer gedacht, dass die in dem Moment dann dicker werden. Ja. Eigentlich würden sie stauchen. So, genau. Jetzt sind wir jetzt auch gerade perplex. Wieso sie deswegen bin ich ja hier. Wir haben es gestern so oft ausprobiert und sie sind nicht dünner geworden, sondern dicker geworden. Ja, hier nochmal, so haben wir es uns dann erklärt. habt ihr es gesehen? Wir haben diese Seite, haben wir die Schraube auf Kontakt gedreht. Mhm. Diese Seite nur ganz leicht bis. Und dann misst man hier mit den Fühlerlehren, dass die 0,15, 0,2 mm stehen die hier ab. Mhm. Das ist eben, weil die Lagerschale im Moment größer ist als die Bohrung. Mhm. Und wenn man die jetzt zusammenzieht, dann ist ja die Spannung verteilt sich auf die Lagerschale und dann war der Gedanke, dann drückte sich zusammen bzw. wächst ein bisschen so und das Lagerspiel wird anders. Mhm. Das ist nicht so. Und das ist das, wo wir gerade nicht so richtig weiterkommen, haben uns so schön ausgedacht, aber es funktioniert nicht. Aber jetzt ist es ja andersrum. Ja. Haben wir gerade festgestellt. Genau. Wenn wir die errechnete Grundbohrung benutzen und das Lagerspiel einbauen, haben wir auf jeden Fall ein erhöhtes Lagerspiel. Dann kommen wir hier nicht auf 0,045, also nicht unsere 4,5 Hundertstel, sondern landen ungefähr bei 600 bis 6,5 Hundertstel, also zu groß. Was ja wiederum bedeutet, dass die Schale dünner wird. Oder dass die Schale so stark ist, dass sie das Pleuel ausdehnt. Oder so. Dass hier zum Beispiel die Kraft sich in den Pleueldeckel weiter pflanzt oder hier nach da, dass dann die Grundbohrung halt größer wird und wir dadurch das Problem haben, dass das rein rechnerisch nicht funktioniert. Ich habe es bisher, wir haben es noch nicht lange gemacht, ich habe es jetzt bei zwei verschiedenen Motoren ausprobiert und es ist beides Mal ziemlich genau ein Rechenfehler da drin von 200 mm. Mhm. Da ist jetzt halt die Frage, weil Björn ist sich auch sicher, dass in der Industrie das auch nur über Messen der Bauteile bestimmt wird, wie das Lagerspiel bearbeitet werden muss, beziehungsweise... Da wird keiner mit der Messuhr drin Die messen die Grundbohrung, die messen die Welle und dann spuckt der Computer aus, welche Farbe der Lagerschale du nehmen willst, weil die es ja im Werk in Hundertstelabstufung gibt. Mhm. So, und wir wollten es ähnlich machen. Wir wollten halt die Schalen, die wir haben, messen, die Welle messen und damit unsere Grundbohrung errechnen. Und da ist jetzt eben die Frage, gibt es da jemanden, der das weiß, ob die einen bestimmten festen Korrekturwert einsetzen? Oder was wir hier für einen Fehler machen, weil wir kommen gerade nicht weiter. Habt ihr denn mal quer gemessen? Was quer passiert? Ja, werden sie auch. Oder wird es da vielleicht kleiner, dass die Scheiben so sich so zusammendrücken, hier dünner werden, da dicker werden. Das ist ja eh größer. Das haben wir eben gemessen. Die Grundbohrung ist kreisrund. Die haben wir auch gemessen bei der Stange. Das heißt, wir haben die angezogen ohne Lagerschalen und die Grundbohrung ist kreisrund. Ach, du meinst, ob sich das den Korrekturwert mit der seitlichen Sache genommen hat. Das wäre eine Sache, die könnten wir noch machen. Das war eben die Frage an einen eventuellen Ingenieur, der sich damit befasst, mit Lagerschalen. Was machen wir hier gerade falsch? Oder was für einen Tipp habt ihr noch dafür, dass wir das ein bisschen einfacher so messen können? Okay, also die eigentliche Aussage ist, Björn möchte nicht mehr viel messen, sondern er will es sich eigentlich einfacher machen. Du siehst ja auch in der Lagerschale, wir haben ja hier 10 Messspuren drin, vom immer wieder zerlegen, wieder bearbeiten, wieder machen. Es ist zwar nur optisch, aber trotzdem ist es nicht so schön. Mhm. Schön wäre es, wenn man es einmal macht, und wir würden es dann noch einmal zum Ende kontrollieren, aber nur einmal zur Kontrolle und eigentlich schon sicher sind, dass es passt, das Lagerspiel. Okay, ja, ich denke, dann haben wir auf jeden Fall die eigentliche Frage rübergebracht, hoffentlich. Vielleicht gibt es unter euch einen Experten, der in der Industrie das irgendwie kennt. Und wir sind um jeden Tipp dankbar. In die Kommentare, E-Mail, Telefon.
Am liebsten ist es mir per E-Mail. info@bp-motorentechnik.de. Also jeder, der von euch jetzt einen klugen, sinnvollen Ratschlag habt, eine E-Mail dahin. Und wir gehen auf jeden Fall auf das Thema Lagerschalen nochmal ein. Das wollte ich jetzt mit Absicht nicht mit reinbringen. Verschiedene Materialien und so weiter. Aber zum Thema Lagerspiel haben wir auf jeden Fall erstmal genug gesagt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschö. Ciao.